Jo, hallo Leute, euer Mr. ist wieder am Start. Willkommen zurück zu einem weiteren Video von meinem Kanal. Danke dafür, dass du eingeschaltet hast. Wenn ich ein bisschen fertig aussehe, meine Augen so ein bisschen gläsern sind, meine Nase rot, liegt es daran, dass ich Pollenallergie habe und das ist ziemlich ätzend. Für alle, die das auch haben, schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde es nicht interessieren, weil das ist scheiße, so eine Pisse zu haben. Wir kommen heute direkt zu einem Prank und zwar habe ich versucht, den Sergeant zu pranken. Ob es geklappt hat oder nicht, werdet ihr im Video sehen. Vielleicht steht es auch im Videotitel ein bisschen angepriesen. Mal gucken. Auf jeden Fall war es mein Plan, dass ich anhand mit diesem Gerät, das ist ein Bluetooth-Gerät, habe ich gekoppelt mit meinem Handy, Sounds abspiele und anhand dieser Sounds quasi der Prank zustande kommt. Und dann habe ich da oben ungefähr, also hier so, da oben drauf, habe ich mit meiner GoPro auch gefilmt. Zeitgleich und halt mit dieser Kamera, die habe ich direkt angehabt hier am PC, dass wenn er reinkommt ins Zimmer, ich mehrere Perspektiven habe, habe mich unter mein Bett versteckt, habe dann die Sounds abgespielt, die über das Ding hier gelaufen sind. Das Teil war in meinem Schrank versteckt. Er sollte geplant war, dass er das Teil rausholt, findet und anhand der von mir aufgenommenen ja, Sounds quasi an den PC geht, auf dieses Programm hier klickt, OBS, und dann sich selber sieht durch diese Kamera auf dem Bildschirm, sich hier hinsetzt, ich und aus meinem Versteck komme, und zwar unter meinem Bett, und dann quasi hier hinter dem Stuhl so hervorkomme, weil ich habe auch Wasser angemacht. Er dachte erst, dass ich in der Dusche bin, deswegen wundert euch gleich nicht, wenn er sagt, Florian, du hast einen Geist in deinem Schrank, weil ich war halt zu der Zeit unterm Bett, ja, ich war unterm Bett und er saß quasi über mir. Ich will nicht zu viel verraten. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und freut euch auf das nächste Video. Bis dahin, haut rein und ciao. Nimmt er auf. Du hast einen Geist in deinem Schrank. Bin ich sehr schreckhaft, das ist das Problem. Ich muss da duschen. Da gucken wir mal, wie. Kein Bock haben, wie das kaputt zu machen. Ah ja. Oh Mann, das hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, ey. Ja, leider ist der Prank zu einem Fail geworden. Am Ende musste ich leider lachen. Das ist so schwer, vor allem unter dem Bett. Man spielt diese Töne und hört die und
der geprankte, sag ich mal so, der lacht die ganze Zeit und es ist so schwer, es zu unterdrücken. Da muss ich leider lachen, kam mit der Hand unterm Bett hervor, hab ihn gepackt und gehofft, dass er sich dadurch noch ein bisschen erschreckt. Leider war es nicht der Fall, weil ich gelacht habe, aber egal. Ich habe extrem viel Spaß gehabt mit dem Prank und ich hoffe auch, dass ihr Spaß hattet beim Zuschauen, auch wenn es ein Fail war. Wenn ihr solche Videos feiert, dann lasst es uns doch wissen mit einem Daumen nach oben. Bis dann, Leute, euer Mr. Adi. Haut rein und ciao. Und schreibt mir bitte auf Facebook, Twitch und Instagram.